In dieser Woche ging es um die Verkleidung unseres Treppenschranks im Tiny House und wie wir da vorgegangen sind, was uns wichtig war und wie das Ergebnis ausschaut, das zeigen wir euch heute. Wir sind Ilan noch hinter der Kamera und Anja, schön, dass ihr heute auch wieder eingeschaltet habt. Wie im Intro kurz erwähnt, in dieser Woche ging es um die Verkleidung unseres Tiny House Treppenschranks. Vor über einem Jahr, wenn nicht sogar 2 Jahren, hatten wir ganz, ganz viel unseres Grundrisses in SketchUp geplant, um einfach digital schon ein Gefühl zu kriegen, wie soll die Raumaufteilung ausschauen, wie groß soll die in dem Fall die Treppe werden, wie kann sich der Stauraum gestalten. Das Video verlinken wir euch auch nochmal gerne. Es soll aber dazu gesagt sein, dass alles anders gekommen ist, denn die Treppe ist zum einen schmaler geworden, steiler geworden, der Stauraum ist jetzt ganz anders aufgeteilt, denn zu dem Zeitpunkt damals war uns auch gar nicht klar, welcher Wassertank gewählt wird, welche Technik überhaupt hier unten Platz finden wird. Wir haben ja hier 2 Pumpen verbaut, 2 Wasserpumpen, dann haben wir unseren Wasserfilter, dann haben wir noch einen Spannungswandler verbauen müssen. Also es sind einige Sachen reingekommen, die echt viel Platz in Anspruch nehmen, beziehungsweise unsere Grundidee, einfach Regalbretter reinzusetzen und den Stauraum maximal zu nutzen, ja, das hat einfach alles nochmal verändert. Wir haben in dem heutigen Ergebnis oder in dem heutigen Video auch noch keine Regalbretter eingebaut. Und zwar erstmal wichtig, den Schrank zu verkleiden, um dann später zu sehen, wie auch bei unserem Badezimmerschrank, da hatten wir ein ähnliches Thema. Was kommt mit ins Tiny House? Was soll wo seinen Platz finden? Jedes Teil bekommt ja seinen fixen Platz. Und dann ganz individuell Höhe, Tiefe und so weiter zu bestimmen und dann die Regalbretter zuzuschneiden und einzusetzen. Die Problematik bei unserer Treppe bzw. mit unserem Frischwassertank, der ja 147 Liter fast war, dass die Maße des Tanks nicht der Breite unserer Treppe entsprechen. Und dann eben auch zu gucken, mit welchen Materialien wollen wir überhaupt arbeiten. Arbeiten wir mit einem massiveren Holz? Nehmen wir wieder unsere Leichtbauplatten? Wie befestigen wir diese? Arbeiten wir mit Schrankscharnieren? Oder arbeiten wir mit Magneten? Da haben wir auch ganz gute Erfahrungen gesammelt. Also all diese Gedanken und Möglichkeiten dann zu einem neuen Plan zusammenzufassen und das Ganze umzusetzen. Und wie das jetzt gelungen ist und wie wir vorgegangen sind, erzählt euch Ilan. Wir haben hier folgende Situation. Die Treppe ist 50 cm oder war 50 cm breit, also genauso breit wie der Abstand zwischen dem Loft und dem Balken hier von unserem Balkon, der zu unserem Balkon führt. Das bedeutet, als wir die Treppe gebaut hatten, dachten wir, na, das wird schon kein Problem sein, einen passenden Frischwassertank zu finden mit dem nötigen Fassungsvermögen, dass wir nicht, ich sag mal, jeden Tag neues Wasser holen müssten. Unabhängig davon haben wir jetzt also, wie gesagt, einen Tank gefunden, der aber leider nicht 50 cm breit war, sondern 54 oder 55 cm Breite hat. Das heißt, und zwar dann auch klar, okay, wir müssen im Nachhinein das Ganze noch irgendwie verkoffern und die Treppe erweitern. Und das ist jetzt auch passiert. Wir haben hier also nur Resthölzer verwendet. Das war uns auch ganz wichtig, weil wir eben noch sehr viele Resthölzer haben. Ich habe jetzt hier 3 cm breite Balken zugeschnitten, habe mich dann dafür entschieden, um das so leicht wie möglich auch zu machen, einfach 3 Platten aneinander mit der Treppe zu verschrauben und habe hier hinten dann einfach das Gegenstück dazu, also quasi noch einen Balken, dass die Platte hier anliegen kann für die Verkofferung. Wir haben uns hier für einen Magnetverschluss entschieden. Wir stehen irgendwie drauf, wir mögen das. Was allerdings wichtig ist, ist, dass man darauf achten sollte, dass man den nötigen Abstand auch zum Boden hat. Das haben wir jetzt hier mit Filzgleitern gelöst, die auch dranbleiben. Das heißt, somit beschädigen wir weder die Platte noch den Boden und können das dann eben hier unten dran schieben und oben einfach gehen lassen. Für den oberen Bereich ist es so, wir haben ja nur 60 cm breite Platten, wie gesagt. Das heißt, eine Tür wäre hier nicht in Frage gekommen, weil wir den Platz von 80 cm oder mehr als 80 cm gar nicht überbrückt bekommen. Und weil das so gut funktioniert hat hier unten, habe ich gedacht, naja, dann schneiden wir einfach nochmal eine 60 cm breite Platte längs so zu, in der Länge, in der wir sie nun mal brauchen. Berücksichtigen gleich hier diesen Ausschnitt. Und dann ist das wahrscheinlich am einfachsten, sich gegen Scharniere zu entscheiden und einfach dieses System der Magnete zu übernehmen. Und das haben wir jetzt gemacht. Und so können wir dann hier auch im gleichen Verfahren die nächste Tür oder die nächste Platte einfach ansetzen. Und die oberste Platte genauso. Und dann ist das Ding geschlossen. Und jetzt ist es auch so, dadurch, dass wir hier auch wieder Filzgleiter hatten, die habe ich mittlerweile wieder abgenommen, können wir jetzt, dadurch, dass wir den Abstand berücksichtigt haben,
die einfach jederzeit abnehmen und wieder ansetzen. Diese Art von Schrank wäre natürlich nicht möglich gewesen, wenn man nicht mit Leichtbauplatten arbeiten würde, wie wir das tun. Und da diese Leisekorbplatten eben extrem leicht sind, ist das auch kein Problem, da sie eigentlich nur aus diesen Waben bestehen. Da ist es allerdings so, dass man auf jeden Fall eine Bügelkante benötigt. Die habe ich jetzt hier auch angebracht. Ich habe mich vorher so ein bisschen davor gedrückt, weil ich nicht wusste, ich habe das vorher noch nie gemacht und die erste Erfahrung gesammelt dann eben, als wir die Türen installiert haben. Und seitdem weiß ich aber, dass das so leicht ist, weil die sogar von alleine kleben, sobald Hitze rankommt, dass ich mich natürlich getraut habe und jetzt sehr froh bin, dass wir uns für dieses Material entschieden haben, da es auch A, sehr formstabil ist. Das heißt, ich kann es hier einfach ransetzen und muss mir keine Sorgen machen, dass ich das hier irgendwo durchdrücken kann. Und B, es ist vor allen Dingen auch, es hat die Eigenschaften, dass es dämmt. Es hat dämmende Eigenschaften durch diesen Abstand und durch die Waben. Vor allen Dingen auch, weil wir hier zwei Pumpen haben, war zumindest so der Gedanke. Ich hätte mich jetzt hier auch für Paulownia entscheiden können. Die letzte Entscheidung ist natürlich die optische Entscheidung, die wir treffen müssen oder mussten. Wir haben uns jetzt erstmal für diese Griffe hier entschieden und gegen den Knopf, weil man die eigentlich an dieser Stelle ganz gut wegziehen kann, die Platte. Und weil man sie eben von hinten ganz gut befestigen kann mit der Schraube. Da haben wir auch die gleiche Schablone verwendet wie für die Küche. Weil man die, wenn man die einmal anzeichnet und durchbohrt, ganz elegant von hinten verschrauben kann. Und dann hat man auch kein Problem mit der Leichtbauplatte, weil hier drin würden die Schrauben nur schwer haften. Jetzt steht noch die Frage im Raum, wollen wir den Schrank streichen, also in diesem Farbton, oder wollen wir ihn so lassen? Ich finde das persönlich so eigentlich ganz, ganz nett, wenn wir den Schrank so lassen, wie er ist. Das ist jetzt die Pappe-Sperrholzplatte hier vorne, die drauf ist. Die habe ich einfach nur kurz angeschliffen. Und wir dann eben stattdessen das hier streichen. Das ist auch wieder eine Pappe-Sperrholzplatte, die wir dann hier vorsetzen als Verkleidung. Das war vielleicht noch eine Idee und somit verschwindet der Schrank oder die Tür hier. Und das sieht dann so aus. Wenn wir die Verkleidung aus optischen Gründen nehmen wollen, dann werden wir die auf jeden Fall verleiben. Wir werden sie nicht mehr verschrauben, dass hier auch keine Schraublöcher mehr sichtbar sind. Und dann einfach streichen. Ne? Und dann haben wir hier zumindest den Wandfarbenton. Und dann sieht man die Schränke nicht, beziehungsweise die Tür nicht. Und kann sie so dann eben entfernen und sie verschwinden dahinter. Ich fand das persönlich eigentlich ganz nett, nur dass es eben etwas schwerer ist, weil wir so viele Aussparungen haben für die Stufen. Hier oben muss ich noch ran. Wir sind mit dem Ergebnis in dieser Woche sehr zufrieden. Nicht nur optisch, sondern auch praktisch, weil die Platten leicht sind und das alles irgendwie ganz gut von der Hand ging. Auch die Verkleidung wird sich ja noch automatisch ergeben, wahrscheinlich auch, wenn wir die Treppe abgeschliffen und behandelt haben. Das wird sich dann alles fügen. Wir haben schon gemerkt, es ist immer gut, einen Plan zu haben, aber auch offen für Planänderungen zu sein und zu bleiben. Wenn euch das Video gefallen hat oder ihr noch weitere Anreize auch für Tiny House Planer habt, dann schreibt das sehr, sehr gerne in die Kommentare. Hinterlasst uns einen Daumen, sofern euch das Video gefallen hat, und abonniert unseren Kanal. Und schaltet auch nächste Woche wieder ein, um auch die weiteren Tiny House Fortschritte nicht zu verpassen.